Leute, ich bin's wieder, euer JK's Forever One. Ich stelle euch jetzt die Firma vor, die ich in den Ultra-Updates vorstellen wollte. Ich werde aber die Ultra-Updates, das Ultra-Update verwerfen. Und werde euch meine Filme, die ich euch da vorstellen wollte, mehrere kleine Updates machen. Weil sonst würde das sonst werden die Videos zu lange. Ja, die sind geordnet nach dem ABC auf jeden Fall. Also, ja, ich beginne auch mal gleich. Es gibt nur eine Sache, die ich euch noch speziell vorstellen will. Ja, das erste ist, ach ja, und dann noch muss ich dazu sagen, die werden in wirklich alle Genres gemischt. Also Horror, Action, Animationskinder und was weiß ich noch so Filme, alles ist mit dabei, also alles, was ich in Filmsammlung mal mag. Ja, ich beginne auch, wie gesagt, jetzt erstmal mit dem ersten, das ist 13 Nights of Paranormal Activity with the Devil Inside. Geht eigentlich noch weiter, weil nach dem Inside würde dann noch kommen The Devil Inside, The Girl with the Dragon Tattoo. Wohl der längste Titel, den ich je gelesen habe. Ja, man sieht ja schon im Titel, welche die verarschen. Devil Inside, Paranormal Activity, auch vom Cover her sieht man es ja schon, Abraham Vampirjäger, Dark Knight, auch Resident Evil wird ein bisschen Hole Devil, sag ich mal so dazu. Also, auch wenn solche Verarschungsfilme natürlich so ein bisschen in Verruf geraten sind, geht der doch eigentlich recht wieder in die richtige Richtung und hat auch deswegen schon einige gute Lacher eigentlich auch schon wieder. Also den Film kann man sich auf jeden Fall schon mal sehr gut ansehen. Zum Mal schauen ist auf jeden Fall recht nett geworden, auf jeden Fall. Gegen das zum nächsten, obwohl ich ja auf paranormale Filme stehe, 100 Ghost Street, The Return of Richard Speck, kann ich absolut nicht empfehlen, der Film ist ab 18, ja, wie gesagt, ich stehe zwar drauf, aber dieser ist total blöd geworden, also, wer auf solche Filme steht, braucht diesen Film auf jeden Fall sich nicht holen. Ich fand den jetzt nicht so berauschend. Ist aber auch typisch die Asylum, wie man hier oben sieht. Ja, zum einmal angucken vielleicht, aber nicht mit Fehlerwartung reingehen in den Film. Gehen wir dann zum nächsten Film. Der nächste Film, den ich euch vorstelle, ist ein Meisterwerk von Disney mal wieder. Ein schöner Kinderzeichentrickfilm auf jeden Fall, den man auf jeden Fall immer sehen kann. Es ist ein Kindheitsfilm von mir auch. Das ist Disneys Aladdin, ab 0 freigegeben. Und das ist wirklich ein schöner Mix aus Wüste, Abenteuer, Musik, Spannung, Action auch darunter. Also ein schöner Mix, ein typischer Disney-Film, der wirklich alles hat, was wirklich ein Disney-Film eben nun mal zeigt. Also das ist ein schöner Kindheitsfilm, den kann man auch wirklich seinen Kindern auch zeigen. Mir hat er auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Der nächste Film ist der Alphabet Killer mit Cary Elwes aus Saw oder Alicia Dushku aus, bekannt aus Buffy und Wrong Turn. Ja, der Film hat zwar eine gewisse Atmosphäre, ist aber vom Stil her jetzt nicht so toll, finde ich. Die Schauspieler versuchen zwar so ein bisschen zwangsweise irgendwie ihren Job so gut zu machen, aber wie kommt das so gezwungenermaßen rüber einfach nur alles? Also den Film kann man sich einmal ansehen, ist auch, und das war's einfach nur. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der hat 5 Oscars eingeheimst, auf jeden Fall, darunter auch der beste Film. Und 3 Golden Globes Award aus dem Jahre, ich glaube letzten Jahr, 2012 war das. Jo, aus 2012. Und das ist eine Hommage an die Schwarz-Weiß-Filme und ich glaube, jeder weiß auch schon, wovon ich rede. Das ist nämlich
The Artist. The Artist ist ein toller, toller Song. Toller Film, der wirklich auf jeden Fall gemeinsam mit ziemlich beste Freunde wirklich die wirklich reingehauen hat. Und sowohl ziemlich beste Freunde als auch The Artist gehören zu zwei der besten französischen Filme, die ich kenne. Okay, ich glaube, der Fall sogar aus Hollywood, der Film hier. Aber trotzdem, stimmt, nur der Hauptdarsteller war ja aus Frankreich. Deswegen, also wirklich, der Film kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut ihn euch an. Es sei denn, man mag jetzt diesen Stil jetzt nicht so. Trotzdem kann ich wirklich nur empfehlen. Ich dachte auch nämlich, dass ich einen pennen würde. Und dabei fand ich ihn wirklich super. Der nächste Film ist ein Film, den ich schon eigentlich schon mal vorgestellt hatte. Das ist nämlich The Avengers. Als ich noch das Ultra-Update machen wollte, hatte ich nämlich die MRA. Und die wollte ich euch vorstellen. Dann habe ich das ja hier gesehen. Dazu hatte ich ja eigentlich schon ein Update gemacht. Allerdings, ja, The Avengers in dem Steelbook. Eine richtig schöne Edition. Zu einem der dem erfolgreichsten Marvel-Film aller Zeiten gehört unter die Top 5 der besten Filme aller Zeiten. So, dann kommen wir zu einer der geilsten Serien der letzten Jahre. Also ich kann mich einfach immer noch weglachen darüber. Obwohl am Anfang mochte ich sie nicht so aufgrund von einem Typen, aber gerade er macht den Witz aus. Und das ist The Big Bang Theory, Staffel 1 bis 4. Ja, die Filme, die Serie ist wirklich sehr spaßig, Sheldon ist wirklich jedes Mal eine Lachnummer wert, also wirklich, und dass er da wirklich Emmys einheimst für diese Rolle, ist kein Wunder, weil er macht wirklich einfach nur göttlich. Also diese Serie ist wirklich eine Serie, die wirklich Spaß macht. So, und jetzt kommt ein Film, ihr habt ja bemerkt, es ist ja nach dem ABC, hatte ich ja vorhin auch gesagt. Nur der Film, den ich euch jetzt vorstelle, springt ein bisschen aus der Reihe, da das ein P-Film ist. Also als den Buchstaben P, auf den Buchstaben P, also nicht Porno damit gemeint. Und es hat aber einen Grund, weswegen ich hier reinnehme, denn das war ein Fehlkauf. Damit komme ich dann auch gleich zum Übergang zum nächsten Film. Und deswegen stelle ich ihn euch erstmal vor. Deswegen, ja. Totaler Fehlkauf war das für mich. Ab 16 ist der, ist Cut. Und als ich ihn gesehen habe, da war mir nämlich so im Kopf, der ist auch runtergestuft worden. Ja, ich habe ihn mir gekauft für 5 Euro. Und habe dann gegen Ende bemerkt, dass der Film doch Cut war. The Prowler, die Pforte des Todes. Ist eigentlich recht netter Film, nur diese scheiß blöde Cut, also da war ich echt blind vor dem Kauf. Das muss ich, gebe ich ehrlich zu, verurteilt mich, wenn ihr was wollt, aber für diesen Film schäme ich mich gerade selbst, dass ich die Cut-Fassung geholt habe. Werde ich aber auch nochmal korrigieren. Ja. Dann kommt der nächste Film und dieser Film ist zwar auch Cut und deswegen ist diese Gemeinsamkeit zu diesem Prowler-Film hier nämlich, der nächste ist zwar auch Cut, beziehungsweise die nächsten, das ist eine Blu-ray-Box mit allen vier Teilen, allerdings kannte ich die Filme vorher nicht, ich habe ihn mir geholt einfach mal, weil ich wissen wollte, wie die Filme sind. Auch wenn sie gerade sind. Okay. Trotzdem wollte ich wissen, wie sie sind. Das ist nämlich das Böse. Phantasm 1 bis 4 ab 18. Für 10 Euro habe ich den gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja, nehme ich dann einfach mal mit. Und ich finde die Filme auf jeden Fall nicht schlecht. Sie haben auf jeden Fall einen coolen Stil auf jeden Fall. Und ich werde sie mir auf jeden Fall auch Uncut holen. Ja, der nächste Film ist wieder ein Marvel-Film. Das war noch der Film, der vor
die Avengers rauskam, das ist nämlich Captain America in der Blu-ray und DVD und Digital Copy Fassung. Richtig schöne Aufmachung, auch richtig bei mir hier so ein bisschen geprägt, auch richtig schön mit Schuber. Also der Film ist richtig cool. Ich habe ihn damals im Kino gesehen in 3D. War super, hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt von Marvel damals diese Captain America Serie jetzt nicht so ganz gesehen habe. Ja, trotzdem war der Film schon richtig cool, hatte richtig Kunst, gute Schauspieler vor allen Dingen auch. Die mochte ich sehr. Dann kommen wir zu einem Film, den nenne ich gerne Pseudo-Found-Footage-Film, weil es jetzt, weil der Film wird so als ja, als Film dargestellt und nicht so als, dass die Kameras gefunden worden sind. Das ist nämlich Chernobyl Diaries ab 16 und trotz dieses Pseudo Found-Footage-Films muss ich ehrlich sagen, gefällt mir doch der Film sehr gut, weil er doch eine gewisse Grundstimmung hat. Die Schauspieler kann man lieben oder hassen, wie man will. Aber trotzdem fand ich den Film auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Kann man sich auch mal ansehen. So, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten, nämlich. Letzten vier, vor allen Dingen die letzte ist ja eher eine Serie. Der nächste ist nämlich Christine, nach einer Vorlage von Stephen King, meinem Lieblingsautor. Und ich muss sagen, richtig schöner, düsterer, autoverrückter Werdefilm. Richtig schöne Atmosphäre, tolle, gute, nicht tolle Schauspieler, aber gute Schauspieler. Und ab 16 Uncut, verfilmt von John Carpenter. Also Stephen King und John Carpenter. Auf jeden Fall kann man da sagen, auf ein richtig gutes Gespann haben diesen richtig spannenden Film rausgebracht. Finde ich okay. Christine ist auf jeden Fall ein Klassiker von den Stephen King-Verfilmungen. Ich habe ja so circa um die 30. Plus minus ein paar. Der nächste ist natürlich, na, cool. Crank 2, Uncut. Ich glaube, dazu muss ich jetzt eher weniger sagen, weil ich glaube, jeder Filmefan hat schon mal entweder Crank 1 oder Crank 2 gesehen und ja, man liebt ihn oder hasst ihn, ich liebe sie auf jeden Fall. Und Crank ist einfach nur Crank. Ganz einfach. Ja, der nächste ist ein Film, ein Remake vor allen Dingen. Aus dem, das Original stammt aus dem Jahr 1973 und stammt von George Romero, dem Meister der Zombie-Filme. Und das ist nämlich The Craziest. In der Stilrock hier. Finde ich richtig toll. Ab 18 macht auch netten Spaß auf jeden Fall diesen Film. Ich nenne jetzt mal die einen Typen Zombies. Diese baut sich langsam auf von einem Zombie-Film zu einem postapokalyptischen Film. Und das gefällt mir doch sehr gut hier an diesem Film. Haben sie sich gut ausgedacht hier auf jeden Fall. Ich kenne das Original, muss ich ehrlich sagen, nicht. Aber das Remake hat mir doch sehr gut gefallen, mit auch sehr guten Schauspielern und guten Effekten. Und kann den Film auf jeden Fall mal empfehlen, auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Ja, und dann kommt die nächste Sache, das ist die Serie, das ist der letzte Sache, was ich jetzt auch vorstelle. Ich liebe diese Serie, leider ist sie nach der 10. Staffel abgesetzt worden. Finde ich schade. Die Rede ist hier nämlich von CSI Miami. Mr. Ich bin cool, David Caruso. Und ich fand, er ist einer der besten Ermittler aus den CSIs. Aus den kompletten CSIs. Ja, Staffel 9. Mir fehlt jetzt also dazu nur noch eine Staffel. Dann habe ich auch alle hier komplett. Ja, das war mein erstes Update, was ich euch vorgestellt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal die Kommentare und ihre Sehenswürdigkeiten.